Hi, liebe Leute! Heute mal wieder ein spannendes Fahrtechnik-Thema. Wer den Kanal schon länger folgt, weiß, dass das ja einer meiner Lieblingsthemen ist seit 5-6 Jahren. Es geht um die Armhaltung. Und ihr wisst, da gibt es immer noch verschiedene Meinungen oder verschiedene Inhalte, die verbreitet werden. Und ich wollte euch jetzt mal sagen, einiges davon, was da so kursiert, würde ich echt ganz stark von abraten. Und ich möchte euch zeigen, wie ich euch empfehle, das zu machen und wie das im Grunde auch alle guten Fahrer, Profifahrer und so weiter auch machen. Also das Thema, was machen eigentlich die Arme? Armhaltung, weil, das kann ich sagen aus Erfahrung und aus Beobachtung, bei ganz vielen Fahrtechnikkursen oder auch in Fahrtechnikvideos wird es thematisiert, wie man die Arme hält, also ob man die Ellenbogen rausnimmt, wie viel man sie rausnimmt und so weiter und so fort. Meine Empfehlung ist, dass man da gar nicht drüber nachdenkt und dass man das nur korrigiert, wenn jemand da irgendwie in die Extreme geht. Also zum Beispiel das alte Fahrtechnik-Credo, was ich ja auch viele Jahre verbreitet habe, ist ja die Ellenbogen raus, oft auch der Gorilla oder der Cowboy genannt. Könnt ihr hier erkennen. Also so eine Bewegung hier, die nicht so gut für die Schulter ist, und es ist eine Bewegung in der Schulter und hat mit der eigentlichen Armbeugung gar nichts zu tun. Und das andere Extrem, was man manchmal bei Anfängern sieht, dass sie wirklich fast so ihren Ellenbogen an den Rippen halten. Das nennt man dann den T-Rex und ist natürlich auch keine sehr stabile Haltung. Normalerweise soll es aber so sein, dass ihr, wenn ihr losfahrt oder ihr stellt euch hin und ihr fasst den Lenker an, Lenkerbreite, Körpermaße sind da alle Faktoren, dann sollte sich das eigentlich automatisch, intuitiv, ergonomisch einpendeln. Dass man dann nicht drüber nachdenken muss, und das ist auch sehr angenehm. Man hat ja schon, wenn man jetzt Fahrtechnik lernt als Neuling, so ein paar Sachen, auf die man achtet, wie man zentral ausbalanciert im Rad steht und so. Und wenn jetzt auch noch irgendwie die Armhaltung reinkommt, das ist ein bisschen viel, deswegen ist das schon sehr angenehm. Eigentlich muss man darüber nicht nachdenken. Also, immer wieder das Thema, soll man die Ellenbogen rausnehmen? Wie gesagt, ich würde da ganz stark von abraten, das ist schlecht für die Schulter und bringt einen auch oft in eine doofe Haltung, wo man schnell eine Liegestütze macht, also viel zu viel Druck am Lenker bekommt. So, wir fahren jetzt einfach mal, ich fahre jetzt mal hier runter und hier sind ein paar Steine aufgekippt. Habe hier einen ganz modernen, breiten Lenker und habe wirklich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Jetzt ist folgender Punkt, den ihr nochmal genau euch anschauen könnt und was man bei guten Fahrern sehr deutlich beobachten kann. Und das ist quasi auch ein Kontrast zu dem, was viele Bikeschulen viele Jahre gelehrt haben. Und ich weiß aber auch, dass das immer noch sehr verbreitet ist. Also jetzt nicht so nach dem Motto, okay, das ist ein ganz alter Mythos, der nicht mehr verbreitet wird, sondern häufig ist es immer noch ein Riesenthema, dass man die Ellenbogen rausnehmen muss. Und wenn ihr jetzt mal schaut, wenn man das macht, dann kommen die Arme immer mehr von oben zum Lenker. Und wenn ihr euch gute Fahrer anguckt, auch wenn die in eine tiefere Haltung gehen, dann seht ihr, dass die Arme eher von hinten zum Lenker kommen. Da kann man jetzt die Körper-Bike-Trennung optimal kommen lassen. Man hat viel Power und Stabilität, wenn man doch mal einen starken Schlag hier absorbieren muss. Und man hat nicht diesen Nachteil, wenn man jetzt zum Beispiel mal einen dicken Stein oder so überrollt. Wenn man jetzt die Arme von oben so kommen hat, dann geht man natürlich auch viel schneller so von der Tendenz nach vorne, wenn das Rad abgebremst wird. Und man kann natürlich mal, macht ja viel mit den Beinen, dass man dagegen hält. Aber wenn mal Not am Mann ist und man kriegt auch viele Kräfte hier in die Arme, ist man so sehr stabil. Also ein Riesenthema war auch immer das Thema mit den Kurven, was heute auch immer noch viel verbreitet wird, dass man jetzt zum Beispiel bei einer Rechtskurve den linken Arm, den Ellenbogen rausnehmen muss, damit man die Kräfte besser aufs Bike übertragen muss. Aber eigentlich schaut man, das ist wie bei den meisten Dingen bei diesem Ellenbogen-Raus-Thema. Es ist ja hier nur eine kleine Bewegung im Schultergelenk und man kann die Kräfte auch genauso gut aufs Rad bringen, wenn man den Arm ergonomisch intuitiv hält. Manche machen das auch ein bisschen so im Foto- oder im Filmmodus, weil es irgendwie ein bisschen aggressiver aussieht, die Ellenbogen so rauszunehmen, aber wie gesagt, ich würde euch das aus orthopädischen Gründen für die Schulter nicht empfehlen und es macht auch wenig Sinn. Aber um einen kleinen Abschlussworte jetzt dafür zu haben, natürlich gibt es da eine breite Range von zu sagen, die Körpermaße, Lenker und all sowas, ein bisschen dann noch Prägung und Vorlieben. So, und es gibt, manche fahren vielleicht ein bisschen mehr Ellenbogen raus, manche fahren eher sehr Slack, kein T-Rex, aber ja wirklich kaum die Ellenbogen raus. Und das ist alles in einer guten Range und absolut in Ordnung. Und deswegen kann ich euch empfehlen, lasst euch da nicht reinreden von irgendwelchen Fahrtechniktrainern, die irgendwie alte Mythen noch verbreiten oder in Fahrtechnikvideos, dass man da irgendwie immer den Cowboy machen soll, so wie ich das früher auch gesagt habe. Und genau, filmt euch gerne mal selber und wenn ihr merkt, ihr habt doch den T-Rex, dann könnt ihr es korrigieren und wenn ihr merkt, ihr habt zu viel Cowboy, könnt ihr euch mal auch selber auf Fotos oder Videos sehen und dann passt das.
Also, das Thema Landung ist ja quasi einer der Themen, wo die meisten Kräfte auch wirken auf die Arme, wenn man mal eine harte Landung hat bei einem Drop oder bei einem Table, wenn man ein bisschen zu weit oder zu kurz springt. Da muss man ordentlich gegenhalten können. Und da ist wieder auch so wichtig, die ergonomisch intuitive Armhaltung zu haben, weil das super unangenehm ist, wenn man da irgendwie den Cowboy-Gorilla macht und dann so landet. Das tut schon fast beim Zugucken weh. Und ja, es bringt einen auch oft in eine etwas frontlastige Position, weil man dann zu sehr nach vorne gerät, wie bei einer Liegestütze, zu viel Druck auf den Lenker kriegt von der Gewichtsverteilung. Deswegen sollte man da auch wieder ergonomisch arbeiten. Ich habe mal geguckt bei so Trailern oder so, die so richtig hoch ins Flat springen. Da sieht man sogar, dass die wirklich sehr slack die Arme haben in der Landung und maximal im Bewegungsspielraum nutzen, um das noch abzufedern und haben trotzdem eine gute Stabilität und Power. So, liebe Leute, also, wenn ihr das vielleicht gerade letztens in einem Fahrtechnikkurs oder in einem Video anders gesehen habt, wo noch der Cowboy oder der Gorilla empfohlen wurde, oder dieses, ja, man nimmt den Ellenbogen raus, aber nicht mehr so viel, irgendwie 45 Grad oder so, das sind ja oft sehr schwammige Aussagen. Und wie gesagt, wenn ihr den Lenker packt und weder einen krassen Cowboy noch irgendwie die Ellenbogen in Rippen habt, dann habt ihr eine gut intuitiv ergonomische Haltung, mit der ihr immer fahren könnt. Und wenn ihr euch das mal wirklich mal selber auf Fotos oder Videos seht, werdet ihr merken, je tiefer ihr geht, weil ihr aktiv dynamisch fahrt und die Situation das auch erfordert, dann werden die Arme immer mehr so von hinten zum Lenker kommen und nicht wie bei diesem klassischen Fahrtechniktrainer-Demo fahren, wo der Cowboy die Arme so von oben zum Lenker kommen lässt. Schreibt mal in die Kommentare, wie ist das? Seid ihr da auf dem aktuellen Stand mit den Ellenbogen oder habt ihr das bis jetzt wirklich auch noch so im Kopf gehabt? Ah ja, Gorilla, Cowboy, Ellenbogen raus, Elbows out, wie die Amis sagen. Bin ich mal ganz gespannt auf euer Feedback und ich hoffe natürlich, dass in Zukunft das ein Thema der Vergangenheit sein wird. Super. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Marc, Vorderser, herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute in Olsberg mit Marc Brodesser. Ja, zeig mir der Marc Brodesser, der gerade hinter der Kamera steht. Deswegen ist ja Marc Brodesser heute bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi, Marc. It's day two of our little snow adventure and Marc here has brought us some crazy snow bikes. Marc Brodesser ist bei uns. Herzlich willkommen.